Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Basti liest. Es geht weiter mit Harry Potter und der Feuerkelch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Part habe ich euch ja mit so einem kleinen Cliffhanger, die Folge beenden lassen. Und wir sind im Verteidigung gegen die dunklen Künsteunterricht mit Professor Moody. Und zwei der Todesflüche, beziehungsweise der verbotenen Flüche, hat Moody schon gezeigt. Und der dritte Fluch war Avada Kedavra. Avada Kedavra, donnerte Moody. Ein gleißender grüner Lichtstrahl, ein scharfes Sirren, als ob ein mächtig unsichtbares Etwas durch die Luft raste, und im selben Augenblick kullerte die Spinne auf den Rücken, unverletzt, doch offenbar tot. Einige Mädchen stießen erstickende Schreie aus. Ron hat sich nach hinten geworfen und wäre fast vom Stuhl gefallen, als die Spinne auf ihn zurollte. Moody wischte die tote Spinne vom Tisch. »Nicht nett«, sagte er gelassen, »nicht angenehm, und es gibt keinen Gegenfluch. Man kann ihn nicht abwehren, wir kennen bislang nur einen Menschen, der ihn überlebt hat, und der sitzt hier vor mir.« Harry spürte, wie er rot anlief, als Moodys Augen, diesmal beide, in die seinen blickten. Auch die Blicke aller anderen spürte er im Nacken. Harry starrte die leere Tafel an, als ob sie besonders spannend wäre, doch im Grunde sah er sie gar nicht. So also waren seine Eltern gestorben, genau wie diese Spinne. Waren auch sie ohne die Spur einer Verletzung geblieben, hatten sie einfach nur den grünen Lichtstrahl gesehen und das Sirren des rasenden Todes gehört, bevor ihre Leben ausgelöscht wurden. Seit 3 Jahren schon stellte sich Harry den Tod seiner Eltern immer wieder vor, seit er herausgefunden hatte, dass sie ermordet worden waren, und wusste, was in jener Nacht geschehen war. Dass Wurmschwanz das Versteck seiner Eltern an Voldemort verraten hatte, der sich daraufhin in das Haus aufgespürt hatte, dass Voldemort zuerst Harrys Vater getötet hatte, dass James Potter versucht hatte, ihn aufzuhalten und seine Frau zurückzurufen, Harry an sich zu reißen und zu fliehen, doch Voldemort war auf Lily Potter zugegangen und hatte ihm befohlen, beiseite zu treten, damit er Harry töten konnte. Sie hatten ihn angefleht, sie an Harrys Statt zu töten, hatten sich geweigert, Harry preiszugeben, und so hatte Voldemort auch sie ermordet und dann den Zauberstab gegen Harry gerichtet. Harry kannte die Einzelheiten, weil er die Stimmen seiner Eltern gehört hatte, als er letztes Jahr gegen die Dementoren kämpfte, denn dies waren die schreckliche Gabe der Dementoren. Sie zwangen ihre Opfer, die schlimmsten Erinnerungen ihres Lebens noch einmal zu durchleiden und wehrlos in ihrer Verzweiflung zu ertrinken. Moody begann erneut zu sprechen, doch für Harry klang es wie aus weiter Ferne. Mit äußerster Kraft riss er sich in die Gegenwart zurück, um Moodys Worte zu lauschen. Avada Kedavra ist ein Fluch, hinter dem ein mächtiges Stück Magie stehen muss. Ihr könnt hier und jetzt eure Zauberstäbe hervorholen, sie auf mich richten und die Worte sagen, und ich würde mir vermutlich nicht einmal eine blutige Nase holen. Aber das spielt keine Rolle. Ich bin nicht hier, um euch beizubringen, wie der Fluch funktioniert. Wenn es keinen Gegenzauber gibt, warum zeige ich euch dann den Fluch? Weil ihr ihn kennen müsst. Ihr müsst das Schlimmste mit eigenen Augen gesehen haben. Ihr wollt euch doch nicht in eine Lage bringen, in der ihr es mit ihm zu tun bekommt. Immer wachsam polterte er und wieder zuckte die ganze Klasse zusammen. Nun, diese drei Flüche, Avada Kedavra, Imperius und Cruciatus, nennen wir die unverzeihlichen Flüche. Wer auch nur einen von ihnen gegen einen Mitmenschen richtet, handelt sich einen lebenslangen Aufenthalt in Azkaban ein. Dagegen steht ihr. Den Kampf gegen diese Flüche muss ich euch beibringen. Ihr müsst euch vorbereiten, ihr müsst euch wappnen, doch vor allem müsst ihr lernen, in eurer Wachsamkeit niemals nachzulassen. Holt eure Federn raus und schreibt mit. Den Rest der Stunde verbrachten sie damit, sich zu jedem der unverzeihlichen Flüche Notizen zu machen. Keiner sprach, bis es läuterte. Doch als Moody sie entlassen hatte und sie draußen vor dem Klassenzimmer standen, brach ein Schwall von Worten aus ihnen heraus. Die meisten redeten mit ängstlicher Stimme über die Flüche. Hast du gesehen, wie sie gezuckt hat? Und dann hat er sie getötet. Einfach so. Sie sprachen über die Stunde. Panteri, als ob sie eine atemberaubende Show gewesen wäre. Doch er hatte sie nicht besonders unterhaltsam gefunden. Und wie es schien, auch Hermine nicht. Beeilt euch, sagte sie im angespannten Ton zu Harry und Ron. Nicht schon wieder die blöde Bibliothek, sagte Ron. Nein, sagte Hermine schroff und deutete in einen Seitengang. Neville. Neville stand allein in der Mitte des Ganges und starrte auf die steinerne Wand gegenüber, mit derselben weit aufgerissenen, grauenerfüllten Augen wie vorhin, als Moody den Cruciatusfluch gezeigt hatte.
Neville, sagte Hermine mit sanfter Stimme. Neville wandte sich um. Oh, hallo, sagte er mit ungewöhnlich hoher Stimme. Interessante Stunde, nicht wahr? Bin gespannt, was es zu essen gibt. Ich verhungere gleich, du auch? Neville, geht's dir gut, sagte Hermine. Oh, ja, mir geht's blenden, plapperte Neville immer noch mit unnatürlich hoher Stimme. Sehr interessant, das Abendessen. Der Unterricht, meine ich. Was gibt's zu essen? Ron warf Harry einen verdutzten Blick zu. Neville, was? Doch ein merkwürdiges, dumpfes Pochen ertönte hinter ihnen. Sie wandten sich um und sahen Professor Moody auf sie zuhinken. Alle vier verstummten und sahen ihn beklommen an. Doch so leise und sanft wie jetzt hatten sie ihn noch nicht sprechen gehört. »Ist schon gut, Kleiner«, sagte er zu Neville. »Willst du nicht kurz mit mir hoch ins Büro kommen? Keine Sorge, wir trinken zusammen ein Tässchen Tee.« Die Aussicht auf eine Tasse Tee mit Moody schien Neville noch mehr Angst einzujagen. Er blieb stumm und berührt und rührte sich nicht vom Fleck. Moody ließ sein magisches Auge auf Harry ruhen. »Dir geht's gut, nicht wahr, Potter?« »Ja«, sagte Harry, fast herausfordernd. Moodys blaues Auge zitterte leicht in seiner Höhle, während er Harry mit prüfendem Blick ansah. Du musstest es erfahren, sagte er schließlich. Es kommt dir vielleicht hart vor, aber du musst erfahren. Hat keinen Sinn, sich was vorzumachen. Nun denn, komm mit, Longbottom. Ich habe da ein paar Bücher, die dich interessieren werden. Neville warf den drei Freunden einen flehenden Blick zu, doch sie sagten kein Wort. Und so hatte er keine Wahl, als sich eine von Moodys knöchelnden Händen auf den Schultern mit sanfter Gewalt fortführen zu lassen. Was sollte das jetzt wieder, sagte Ron, als Neville und Moody um die Ecke verschwunden waren. Keine Ahnung, sagte Hermine mit nachdenklicher Miene. Bestimmt eine Lektion für uns, oder? Sagte Ron zu Harry auf dem Weg zur großen Halle. Fred und George hatten recht. Siehst du, er kennt sich wirklich aus, dieser Moody, wie Avada Kedavra gebracht hat und diese Spinne dann tot umgefallen ist, so einfach den Löffel abgegeben hat. Doch Ron verstummte, als er den Ausdruck auf Harrys Gesicht sah und sprach erst wieder, als sie in der großen Halle waren, wo er vorschlug, am Abend schon mal mit den Voraussagungen für Professor Trelawney anzufangen, da sie sicher Stunden dafür brauchen würden. Hermine hielt sich aus dem Gespräch zwischen Harry und Ron heraus, putzte in aller Hast ihre Teller leer und stürzte dann wieder in Richtung Bibliothek davon. Harry und Ron schlenderten zurück in den Gryffindor-Turm und Harry, der beim Essen es nichts anderes gedacht hatte, sprach jetzt selbst die Sache mit den unverzeihlichen Flüchen an. Würden Moody und Dumbledore nicht Schwierigkeiten mit dem Ministerium bekommen, wenn sie erfahren, dass wir die Flüche gesehen haben, fragte Harry, als sie auf die fette Dame zugingen. Ja, ziemlich sicher, sagte Ron, aber Dumbledore hat immer seinen eigenen Kopf durchgesetzt und Moody hat, glaube ich, schon seit Jahren Schwierigkeiten mit denen. Greift erst an und stellt dann Fragen. Denkt nur an seine Mülleimer. Quatsch! Die fette Dame klappte zur Seite und gab das Eingangsloch frei und sie kletterten in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors, der heute Abend überfüllt und lärmig war. Also, wie wär's mit dem Wahrsagekram, sagte Harry. Muss wohl sein, stöhnte Ron. Sie gingen hoch in den Schlafsaal, um ihre Bücher und Karten zu holen und fanden dort Neville alleine auf dem Bett sitzend und lesend. Er sah um einiges ruhiger aus als nach Moodys Unterricht, wenn auch noch nicht ganz beisammen. Seine Augen waren noch ziemlich rot. Geht's dir gut, Neville? Sagte Harry. Ja, ja, sagte Neville. Mir geht's gut, danke. Ich lese gerade dieses Buch, das mir Professor Moody geliehen hat. Er hielt das Buch hoch. Magische Wasserpflanzen des Mittelmeers und ihre Wirkung. Professor Sprout hat nämlich Professor Moody erzählt, dass ich in Kräuterkunde wirklich gut bin, sagte Neville. In seiner Stimme lag ein Hauch von Stolz, den Harry bei ihm kaum einmal wahrgenommen hatte. Er dachte, dieses Buch würde mir gefallen. Neville zu sagen, was Professor Sprout berichtet hatte, war eine sehr taktvolle Art, ihn aufzumuntern, fand Harry, denn Neville bekam sehr selten zu hören, dass er in irgendetwas gut sei. Auf diese Weise hatte es auch Professor Lupin versucht. Harry und Ron nahmen ihr Exemplar von Entnebelung der Zukunft mit nach unten, suchten sich einen freien Tisch und machten sich an ihre Vorhersagung für den kommenden Monat. Eine Stunde später war der Tisch zwar übersät mit Pergamentblättern, voll Zahlen und Symbolen und Harrys Kopf war vernebelt, als wäre er gefüllt mit Ausdüngungen von Professor Trelawneys Feuer, doch eigentlich waren sie kaum vorangekommen. »Ich habe keinen Schimmer, was dieses Zeug hier bedeuten soll«, sagte er und starrte auf eine lange Liste mit Zahlen und Formeln. »Weißt du was?« sagte Ron und die Haare zu Berge standen, weil er vor Ärger ständig mit den Fingern durch seinen Schopf fuhr. »Ich glaube, wir probieren es mal wieder mit unserer alten Wahrsagekrücke. »Wie bitte? Das Ganze erfinden?« »Ja«, sagte Ron, wischte das Geschirr, bekritzelte Pergament vom Tisch,
stippte seine Feder ins Tintenfasch und begann zu schreiben. Und was Ron genau da aufgeschrieben hat und wie einfallsreich ihre Geschichten sind, werden wir definitiv im nächsten Part erfahren. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin macht's gut, euer Basti. Ciao, ciao.